Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight. Ich habe alles nachgeholt, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ich habe festgestellt, das war verdammt wenig. Außer rumirren, mich umsehen und völlig verzweifelt sein, haben wir halt sonst nur den Brief an Gabriel geschrieben, um die Sondererlaubnis gebeten, diesen abgeschickt und endlich mal herausfinden, wie ich das mit dem Wagner-Museum freischalte. Yay! So, und da gehen wir jetzt auch hin. Und ich habe auch schon getestet, im Museum, in dem Ludwig-Museum müssen wir nichts mehr machen. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Da, es blinkt nicht mehr. Und da haben wir das Wagner-Museum. Grüß Gott. Guten Tag. Ist das das Wagner-Museum? Ja. Sie sind Amerikanerin, oder? Es tut mir leid, aber das Haus ist zu dieser Jahreszeit geschlossen. Nächsten Monat ist es wieder geöffnet. Oh, Mist. Sie interessieren sich für Wagner? Ja, sehr. Seit kurzem bin ich sogar sehr interessiert. Ja. Der Großteil des Hauses ist wegen Reinigung geschlossen, aber einige der Räume sind offen. Ich sollte eigentlich nicht, aber ach, wenn Sie allein sind, Sie sind doch allein, oder? Unendlich allein. Kommen Sie, sehen Sie sich um. Das ist wirklich nett von Ihnen. Was schulde ich Ihnen? Georg. Georg Immerding. Es sind nur wenige Ausstellungsstücke. Ich wäre kein strahlender Ritter mehr, wenn ich Geld von Ihnen nehmen würde. Danke, Georg. Ich heiße Grace. Hallo. Also, viel Spaß. Ach ja, immer wieder schön, wenn der Ton ein bisschen rumspackt. Wagners Flügel. Auf diesem Instrument komponierte der Meister seine Opern, einschließlich des Ring der Nibelungen. Okay, aber sonst ist hier nichts. Franz Liszt, Komponist und Cosima Wagners Vater. Richard Wagner. So und sonst? Okay, das ist er. Wagner-Souvenirs. Ich denke nicht, dass ich davon welche brauche. Wagner-Souvenirs. Okay. Was ist das für ein Buch in der Vitrine? Cosima Wagners Tagebuch. Es ist aus Konservierungsgründen eingeschlossen. Wer war Cosima Wagner nochmal? Hieß doch, kam doch Franz hier. Liszt, Komponist und Cosima Wagners Vater. Ach so, Frank Liszt ist also der Vater von Cosima Wagner. Wer ist Cosima? Ich weiß es wirklich nicht. So, dann gucken wir uns mal hier um. Opernkostüme. Ah, okay. Das scheint ein Modell von Wagners eigenem Theater zu sein, hier in Bayreuth. Schön. Ich mag ja solche Modelle. Die sehen aus wie Schnittmuster. Ich sehe trotzdem nicht, was diesen Wolfsbildern in Neuschwanstein ähnlich sieht. Die sehen aus wie Okay. Schnittmuster. Ich sehe trotzdem. Ja. Die sehen aus wie Schnittmuster. Ich sehe trotzdem nicht, was diesen. Gut, hier ist also nichts Brauchbares. In den Vitrinen kann ich auch nicht nachgucken. So, einmal am Rand. Nope, hier ist sonst nichts weiter. Gehe ich mal in den nächsten Raum. Der große Gönner in Person. Schildchen kann ich leider nicht lesen. Ludwig als klassischer griechischer Held. Also das ist so ein Ausstellungsraum extra für ihn dann. Ludwigs Totenmaske. Ja, die haben wir schon mal gesehen. Dieses Porträt ist ein Geschenk von Ludwig an Wagner. 10. Juni 1881, Münchner Residenz. Mein größter Freund, es ist tiefste Nacht, während ich euch dies schreibe. Mein Herz pocht so laut, dass ich keinen Schlaf finden kann. Die Aufführung heute Nacht. Wie soll ich es beschreiben? Ich weiß nicht, soll ich aufgeregt sein oder zu Tode erschreckt? Vielleicht fühle ich sogar Hoffnung? Wenn es Hoffnung ist, so habt ihr sie mir zurückgegeben, mein Freund. Zum ersten Mal seit Jahren. Wir müssen sprechen. Heute Nacht ist während der Aufführung etwas passiert. Ihr wisst,
Ich muss mich auf eure Schweigsamkeit absolut verlassen können. Wenn ihr mich liebt, so kommt ohne Zeit zu verlieren. In tiefer Verehrung, euer euch liebender König Ludwig. Aber die hat jetzt nichts am Laufen, denn das war jetzt einfach nur so eine Zuneigung wegen Musik und so, oder? Juli 1882. Großer und geliebter König. Monsieur Beaujolais und ich haben das Diagramm fertiggestellt. Wir haben die Zahlen viele Male überprüft und M ist zuversichtlich, dass alles funktionieren wird. 8 identische Gegenstände müssen nach dem Diagramm hergestellt werden. Diese müssen dann exakt wie angegeben im Theater platziert werden. Ich sende das Diagramm und diesen Brief mit eurem Kurier. Seid voll der Hoffnung und habt Mut. Alles wird gut werden. Ihr Wagner. Okay. Das klingt irgendwie nach so ein Dings, was wir wissen sollten, was wir uns behalten sollten im Kopf. Also ich habe es direkt wieder vergessen, aber so für ein späteres Rätsel irgendwie. Ein altes Sofa. Wagners Tod. Am Aschermittwoch 1883 erlitt Wagner eine Herzattacke, als er mit einer venezianischen Gondel auf dem Weg nach San Michele war. Seine Frau und der Gondolier trugen ihn in eine Kirche, wo er wieder das Bewusstsein erlangte. Wagner starb 4 Tage später auf seinem Sofa. Okay, was ist das da? Sieht aus wie eine architektonische Skizze eines Theaters. Das Wittelsbacher Theater, München. Jeder Quadratzentimeter ist vermessen. Ach so. Sieht aus wie eine Architektur. Jeder kann ich mir da irgendwie Notizen machen? Warte mal, wo ist dein Brief an Ludwig? Notizbuch. Nein, darf ich mir nicht, okay. Ein Brief von Monsieur Beaujolais. September 1881. Sieht aus, als würde er sich mit Akustik und Schall beschäftigen. Und mit Kristallen. War Wagners Theater in Bayreuth schon gebaut? Warum sollte sich Wagner den Kopf über Akustik zerbrechen? Ja, das hat irgendwas mit dem Brief zu tun und mit den Diagrammen etc. pp. Das ist auf jeden Fall noch wichtig. Wagners Totenmaske. Und seine Totenmaskenhand? Und sonst nichts. Weiter. Grace Nakimura. Ja, ich weiß, wer du bist. So, ich denke mal, in dem Raum war ich jetzt. Gucke ich mich nochmal... Ach so. So, dann haben wir uns ja schon umgesehen. Es ging jetzt irgendwie schnell. Können wir noch mit ihm reden? Ah, okay. Was machen Sie hier, wenn das Museum geschlossen ist? Sie möchten, dass ständig jemand da ist. Für mich ist es ein toller Job. Ich kann die Atmosphäre des Maestro aufsaugen, während ich komponiere. Was komponieren Sie? Was? Oh, eine Bearbeitung von einem von Wagners Werken. Für die Bayreuther Oper? Nein, nein, nein. Ich bin nur Student. An der Universität. Ich studiere Musik, Komposition, Dirigieren. Gibt es großen Bedarf an Dirigenten in Europa? Fragen Sie meinen Bruder. Er ist Dirigent an der Münchner Oper. Das ist ja praktisch. Heißt das, dass Sie kostenlose Opernkarten kriegen? Ja. Ich habe einen Wochenpass für die Opernfestspiele. Das Opernfestival in München. Es beginnt in wenigen Monaten. Hoffentlich bin ich dann noch da, um hinzugehen. Kommen Sie mit, wenn Sie wollen. Wenn Sie noch hier sind. Ich kann hinter die Bühne und solche Sachen. Das würde ich sehr gern. Ich rufe Sie an, wenn ich noch in Deutschland bin, okay? Ja, gut. Ja, was ist denn mit Gabriel? Willst du nicht lieber mit ihm gehen? Sorry, das musste gerade sein. Erzählen Sie mir von Wagner. Er war eine Persönlichkeit. Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens damit, reiche Mäzene zu überzeugen, seine Arbeit zu fördern. Leider hatte er einen kostspieligen Lebensstil. Sehen Sie, er glaubte, jemand mit seinem Genie verdiene es, gut zu leben. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber Ludwig II. Unterstützte ihn doch, oder? Sicher, aber Ludwig trat spät in Wagners Leben ein. Damals hatten sie ihn schon wegen seiner Schulden aus Venedig rausgeworfen. Und aus den meisten größeren Städten. Ludwig rettete ihn. Und seine Musik. Das Beste, was Ludwig je getan hat. Können Sie mir etwas über den Brief von Wagner an Ludwig in der Vitrine erzählen? Den über den Bauplan? Ah. Nein.
Irgendwas für die Ausstattung für Ludwigs Theater. Aber ich weiß nicht, warum Wagner sich hätte darum kümmern sollen. Wenn er sich um irgendein Theater hätte Sorgen machen sollen, doch dann wohl um sein eigenes Theater. In Bayreuth. Haben Sie von dem Brief gehört, den Ludwig 1882 an den Münchner Dirigenten schrieb, um ihm mitzuteilen, er solle sich für eine neue Oper vorbereiten? Sie stecken voller Überraschungen. Für eine Amerikanerin. Was wissen Sie darüber? Niemand weiß was darüber. Verstehen Sie, es ist wie eine Schatzkarte. Wahrscheinlich nur eine Erfindung, aber man wird doch neugierig. Sie wissen nicht, worauf er sich bezogen haben könnte? Vielleicht auf etwas, woran Wagner mit Ludwig gearbeitet hat? Wenn, dann gibt es keine Hinweise dafür. Außer vielleicht in den Träumen arbeitsloser Musikstudenten. Haben Sie je von den Wolfsbildern in der Sängerhalle von Neuschwanstein gehört? Hat mein Bruder sie geschickt? Nein. Wohl nicht. Es ist nur der Brief an den Dirigenten, die Wolfsbilder. Mein Bruder hält mich für verrückt wegen all meiner Theorien. Welche Theorien? Ach, es ist lächerlich, nur wenn es eine verschollene Oper, eine verschwundene Wagner-Oper gäbe und jemand fände sie, für einen Dirigenten wäre das wie die Entdeckung des Grabes von König Tut. Andere haben schon früher gesucht. Sollte sie je existiert haben, ist sie verschwunden. Mein Bruder meint, es ist Zeitverschwendung, daran zu denken. Ja, vielleicht gibt es ja doch. Wer weiß, wer weiß. Ich frage mich, gibt es neben Ludwigs Brief und den Wolfsbildern noch einen Anhaltspunkt, der auf eine verschollene Oper verweist? Es bedeutet nichts. Ich hätte es eigentlich gar nicht sehen sollen. Sehen Sie, mein Bruder behauptet, Wagner wäre zu egoistisch gewesen, um eine verschollene Oper zu produzieren. Wenn er an etwas Neuem gearbeitet hätte, hätte jeder in Bayreuth davon gewusst. Andererseits hätte es zu Ludwigs Charakter gepasst, eine private Oper haben zu wollen. Aber sie wäre nicht privat gewesen. Ludwigs Brief zeigt, dass er vorhatte, sie in München aufführen zu lassen. Ja, dass es so weit gekommen wäre, ohne dass Wagner davon erzählt hätte? Warum ein Geheimnis daraus machen? Vielleicht gab es einen guten Grund für die Geheimhaltung. Zum Beispiel? Wie? Vergessen Sie's. Okay, aber ich denke mir, wir sind hier fertig. Ich gehe jetzt einfach. Und ich mache den magischen Dings. Verdammt, da ist immer noch irgendwas. Naja, okay. Keine Ahnung. Erledigt. Ich weiß es nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich da... Ach, jetzt gut, die Tür wahrscheinlich, aber... Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich wüsste aber auch nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hier ins Schloss. Mit Gretchen kann ich bestimmt nicht... Mit ich habe ihr im Moment nicht... Nee, Gerde. Gerde heißt sie. Oh, Entschuldigung. Passiert. Nee, im Schloss. Ich kann mir da nicht vorstellen. Den Brief habe ich geschrieben. Ich habe ihn abgeschickt. Was ist denn hier noch? Die Kirche ist nichts. Dann war hier an der Seite noch diese komische Pflanze, wo sie es nicht wusste. Da, die da. Ich frage mich, was für Blumen das sind. Da weiß es immer noch nicht. Ach so, das führt direkt zum Schloss zurück. Okay. Das war nicht so geplant von mir. Der Typ ist ja zu. Da brauche ich nicht hin. Mit den Leuten habe ich ja schon geredet. Ich habe Herrn Huber im... Sie will auch nichts. Okay, dann gucke ich doch noch mal im Museum. Im Wagner-Museum. Bei hier? Ist jetzt gerade nichts. Also ich wüsste jedenfalls nichts. Aber hier bin ich auch der Meinung, ich habe mich da überall umgesehen, ne? Was kommt noch dazu?
nichts. Hier habe ich doch auch alles. Sieht ja ziemlich einfach aus, verglichen mit dem grandiosen Zeug, das Wagner komponiert hat. Sieht ziemlich Wagners Schreibtisch, genau wie an dem Tag, als er starb. Okay, damit muss ich bestimmt noch irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was. Ich hab ja zwar mein Notizbuch und sowas. Aber damit will sie ja nichts machen. Deswegen wundert es mich. Ich habe im Augenblick nichts mehr für Georg. Cosima war Wagners Frau, glaube ich. Wahrscheinlich berichtet sie in ihrem Tagebuch nur von ihm. Ach, sie war die Frau von ihm. Ach so. Ja, okay, aber ich habe da nichts mehr. Es wird mir immer noch blinkend angezeigt. Yay. Super. Dann gucke ich mal, dass ich den Typen irgendwie anrufen kann, damit ich mich nochmal mit dem treffe. Vielleicht hilft das ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe es. Mal sehen. Wir können es ja mal ausprobieren, ne? Ob das was bringt. Da, genau, die Telefonnummer. Im Augenblick habe ich nichts, worüber ich mit Herrn Dallmayr sprechen könnte. Super. Und was dann? Du hast auch noch das Buch hier von ihm. Drei, zwei, eins. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich wirklich nicht weiter wusste. Und mir ist dabei aufgefallen, dass man das Buch anscheinend auf das Telefon anwenden kann. Hallo, Bärtel München? Hallo, ich habe hier ein Buch von Ihnen über Ludwig II. Der Name des Autors ist Sir Richmond Chapel. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Nun, ich mache einige Recherchen über Ludwig und ich hoffe, Sie können mich mit dem Autor in Kontakt bringen. Tut mir leid, Sir Richmond Chapel ist verstorben. Oh. Er hat jedoch einen Sohn. Oh, würden Sie mir sagen, wie ich ihn erreichen könnte? Für wen machen Sie diese Recherchen? Nun, ich arbeite für Professor Barclay von der Yale-Universität. Aha. Na also gut denn. Thomas Chappells Nummer in England ist 41205557711. Herzlichen Dank, sehr nett von Ihnen. Keine Ursache. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ich hasse es zwar, nachgucken zu müssen und so weiter und so fort, macht das eigentlich auch nur im äußersten Notfall. Aber ich komme in dem Kapitel gerade sowieso schleppend voran. Aber ich wäre doch nicht drauf gekommen, das Buch auf das Telefon anzuwenden. Wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Auch wenn mir so im Nachhinein einfällt, dass sie ja eigentlich eine englische Übersetzung haben wollte. Aber ich habe dem halt nichts mehr, ja, irgendwie nicht mehr so dran gedacht, weil sie ja das Buch genommen hat und man teilweise ja was lesen konnte, deswegen. Also ich denke mal, dass es darauf hinausläuft, weil warum sollte sie sonst die Nummer haben wollen? Chapel, Sie wünschen? Hallo?
Hallo, mein Name ist Grace Nakimura. Ich rufe aus Rittersberg in Deutschland an. Ist Thomas Chappell zu Hause? Am Apparat? Was kann ich für Sie tun, Miss Nakimura? Es mag verrückt klingen, aber ich habe eine Ausgabe der Ludwig-Biografie Ihres Vaters. Ihr Vater hatte wohl Zugang zu Ludwigs Tagebuch. Ja? Nun, ich bin mir selbst nicht sicher. Hat er eine Kopie davon angefertigt? Oder hatte er Notizen gemacht? Er hat das Werk ins Englische übersetzt. Er sagte, er könnte auf Deutsch nicht schnell genug arbeiten. Ludwigs Handschrift war sehr fahrig, wissen Sie? Er hat eine englische Übersetzung geschrieben? Haben Sie die noch? Nun, meinem Vater wurde Einblick in das Tagebuch nur gestattet unter der Bedingung, dass er das ganze Werk nie veröffentlichen würde. Ich kann Sie es nicht einsehen lassen. Haben Sie es schon im Staatsarchiv versucht? Nein, ich habe nicht die Verbindungen, die Ihr Vater hatte, auch nicht die Zeit. Das tut mir leid, aber ich kann es leider nicht aus der Hand geben. Ich verstehe. Es war ja nur ein Versuch. Also gut. Viel Glück noch. Danke, Mr. Chappell. Deswegen wollte sie ja anrufen. Wegen dem Buch, also wegen dem Tagebuch. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Nee, solche Verbindungen mache ich nicht, ne? Solche Verbindungen sind so doof in meinem Kopf. Oh, herrlich. Okay, gut. So, was machen wir jetzt? Ich habe natürlich nicht weitergelesen, weil ich dachte, dass ich käme dann auf Ideen oder das würde so eine Verkettung auslösen, aber dem war wohl nicht so. Ich werde auch nicht schlau aus den Blumen, die da unten sind. Ich gehe jetzt nochmal alles durch. Gegebenenfalls... Oh, guck mal, die Frau ist nicht mehr da. Gegebenenfalls schneide ich halt, bis ich was Brauchbares gefunden habe. Ich will noch etwas erreichen in dieser Folge. Ich will es einfach. Die sehen anders aus, oder? Ach, das sind Lilien. Wie konnten die jetzt in 0, nix so schnell aufgehen? Gibt's denn das? Die Lilien blühen schon? Sehr schön. Ja, aber es ist doch noch so kalt. Für Sie ein Geschenk der Madonna. Oh nein. Nehmen Sie sie ruhig. Heute Nacht friert es und sie wird sowieso erfrieren. Danke. Schön, jetzt haben wir eine Lilie. Was machen wir mit dieser Lilie? Außer, dass wir wissen, dass die, dass Ludwig gerne Schwäne und Lilien verwendet hat. Sollen wir jetzt wieder zum Schwan... Neuschwanenschloss-Dings da, Neuschwanstein gehen oder wie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche gerade eine Pause. Ich mache einfach einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.